Hallo liebe Freundinnen und liebe Freunde der analogen Unterhaltung. Ich habe mir diesmal echt Mühe gegeben. Mir wurde schon vorgeworfen, dass ich hier übrigens das Dinnen so ein bisschen verschleiße. Es ist immer so schön, wenn du sagst, liebe Freunde und liebe Freunde, und nochmal zu betonen, dass wir so viele Männer das im Hobby sage sind. Das sage ich nie, das kommt nur falsch raus. Das ist richtig, ja. Das ist tatsächlich einfach manchmal, mir fehlt immer noch die professionelle Sprecherausbildung. Ja, mir auch. Das ist natürlich so ein Thema. Willkommen zu einer neuen Rezension. Und heute schauen wir uns Great Western Trail in der Second Edition, zweite Edition an. Natürlich immer noch von Alexander Pfister. Ja, das Ganze ist mehr oder weniger vor allem ein schöner Reprint eines schönen Spiels. Es hat sich nicht so wahnsinnig viel geändert. Das heißt, die alte Rezension, die es natürlich auch schon sehr lange gibt, weil das Spiel gibt es eben auch schon relativ lange. Ursprünglich, hier steht es jetzt dummerweise nicht, wann das erste rauskommen ist. Aber ihr wisst, das Spiel ist natürlich schon relativ alt. Das gilt auch weiterhin noch. Trotzdem werden wir uns hier nochmal zu einer aufgefrischten Rezension aufraffen. Wir haben es jetzt einfach mal wieder gespielt. Auch ich nach längerer Zeit mal wieder gespielt. Da kann man auch drüber auf jeden Fall nochmal reden. Und außerdem könnt ihr dran denken, hier ein Abo dazulassen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Da freuen wir uns natürlich immer drüber. Und die Glocke dürft ihr auch gerne aktivieren, weil jeden Tag, fast jeden Tag, gibt es bei uns ja aktuell ein neues Video. Und wenn ihr gesehen habt, wir haben jetzt auch, es gibt so eine kleine Evolution in den Thumbnails. Wir versuchen jetzt auch den Tagen wieder mehr so eine Struktur zu geben. Also genau. Hier so der Expertenfreitag ist so wenn eine Idee. Wenn euch gefällt, was wir hier heute zeigen, dann wird es euch in einer Woche womöglich auch gefallen. Genau, weil es ist ein Expertenspiel, immer noch. Ja, klar. Sie haben es nicht irgendwie einfacher gemacht. Nein, es ist einfach immer noch genau das gleiche Spiel. Und ja, jeden Freitag soll es, wenn es geht, eben ein Spiel eher so in diesem Experten-Kosmos geben. Ja, ich finde, in der letzten Zeit haben wir es auch tatsächlich ganz gut hingekriegt. Ne? Jeden Freitag kam halt irgendwie so ein Kracher rein. Ja, ihr könnt mal rückwärts gucken. Vielleicht setzen wir auch noch so ein paar alte Thumbnails mit diesem neuen extra Hinweis. Das ist auf jeden Fall ganz gut. Und jetzt aber gleich geht's los. Jetzt wollte ich trotzdem mal sagen, weil wir haben immer noch diesen schönen neuen Tisch hier von Cuplex und nur weil das einfach neu ist und wir das ab und zu nochmal darauf hinweisen wollen, wenn ihr so einen Cuplex-Tisch euch eventuell anschafft, wie hier dieser Altar Premium oder auch der normale Altar, dann natürlich freuen wir uns, wenn ihr unseren Referral-Code dabei einsetzt, kriegt ihr 30 Euro Rabatt und wir kriegen einen kleinen Kickback, der uns wiederum hilft, diesen Tisch dann zu refinanzieren. Ja, vielen Dank dafür. So. Aber jetzt geht's los. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ja, wir können ja mal sagen, für wen das Spiel ist. Also wie gesagt, Expertenspiel, deswegen auch ab 12 Jahren. Jetzt hast du mir hier das verdeckt. Ja, 1 bis 4 Spiele. Also das ist auch neu, der Solo-Modus. Ne, ist jetzt vor allem in den letzten 2 Jahren, den haben sie hier mit reingemacht. Aber wenn ihr eben nicht Solo spielen wollt und gerade niemanden da habt, dann könnt ihr auf BGA, Board Game Arena, auch Great Western Trail inzwischen spielen. Das ist jetzt ganz neu mit drauf in dem Portfolio. Und schaut es euch mal an und findet da eure Mitspieler. Auf jeden Fall. Und danke nochmal an BGA, ist unser Kooperationspartner. Und ja, wir weisen immer gern darauf hin, wenn wir hier ein Spiel machen, was ihr dann auch wirklich auf der Plattform spielen könnt. Gegenüber der alten Variante. Und wir spielen 75 bis 150 Minuten, also schön lange. Schön lange, genau. Das ist gut gesagt. Schön lange. Ja, schön nein, das lange ist natürlich. Ich finde lange Spiele, ja, die haben ihren Reiz. Deswegen, hier. Wir zeigen euch, wie es funktioniert. Genau, wir zeigen euch jetzt nochmal, wie es funktioniert, zeigen euch das neue Material vor allem nochmal in seiner Schönheit. Und dann reden wir noch ein bisschen drüber, natürlich auch über die Veränderungen zur ersten Edition, auch wenn die sich wirklich in Grenzen halten. Und ja, wir sehen uns gleich. In Great Western Trail geht es immer darum, dass man von Anfang des Planes rüber in die andere Ecke wandert zu Kansas City. Wir sind Cowboys und wollen dort unsere Rinder verkaufen, die wir auf dem Weg unter Umständen dann eben gefangen haben und wollen die möglichst mit vielen verschiedenen verkaufen, damit wir sie möglichst weit bis hin nach New York verschiffen können, beziehungsweise hier mit der Lok transportieren können und so dann eben auch Boni und Siegpunkte freischalten können. Grundlegend ist ein Zug immer sehr einfach gewählt. Zu Beginn sucht sich tatsächlich jeder aus, wo er startet, aber sonst, wenn schon gespielt wird, dann darf man eine bestimmte Schrittzahl laufen, die angegeben ist. Bei 4 Spielern, wie es jetzt hier aufgebaut ist, darf man zu Anfang 4 Schritte laufen. Aber wie gesagt, zu Beginn sucht sich jeder aus, wo er starten möchte. Und das könnte dann zum Beispiel so aussehen. Und nachdem man dann gelaufen ist, kann man die Aktion, wo man landet, nutzen. Das geht allerdings nur auf den neutralen Gebäuden, die bereits hier ausliegen. Die sind so grau
schattiert um die Ränder herum und bei eigenen Gebäuden. Ihr seht in der privaten Auslage des roten Spielers bereits hier die privaten Gebäude, die er noch nicht gebaut hat, aber sobald er die gebaut hat, kann er auch diese Ortsaktionen nutzen. Wenn er auf einem Feld eines Mitspielers landet, kann er nur Hilfsaktionen nutzen. Die sind auf dem Spielertableau links abgebildet, aber natürlich auch nur, wenn er sie freigeschaltet hat. Er kann außerdem, wenn er auf einem Gefahrenplättchen, das sind hier die kleinen mit den Banditen und auch hier mit der Überschwemmung, dem Geröll und hier die noch nicht liegen, die Wüstenplättchen, wenn er dort landet, kann er ebenfalls nur eine Hilfsaktion machen. Aber wenn er auf einem neutralen oder eigenen Gebäude steht und tatsächlich die Ortsaktion nicht machen möchte, kann er sich auch dazu entscheiden, eine Hilfsaktion zu machen. Aber natürlich ist es immer sinnvoller, hier die starken Ortsaktionen nutzen zu können. Deswegen ist das Ziel eigentlich immer, ein neutrales zu erreichen oder ein eigenes. Oder man landet eben in Kansas City. Und da gibt es dann einen fünfschrittigen Weg, was da abgehandelt werden muss. Da kommen wir dann nachher zu. Nachdem man die Ortsaktion genutzt hat, zieht man seine Kartenhand auf sein Handkartenlimit auf. Das ist am Anfang 4, kann dann aber auch noch erweitert werden. Und dann ist der nächste Spieler dran. Und das geht dann eben so lange weiter, bis ein gewisser eine gewisse Spielendbedingung eintritt, die mit dem Pool an Arbeitern zusammenhängt. Jeder Spieler startet mit einem persönlichen Deck, das ist auch bei allen Spielern gleich. Die bestehen aus verschiedenen Kühen, die aber häufig auch eben gleich sind, mit dem Wert 1 und mit dem Wert 2. Dieser Stapel wird ordentlich gemischt und das Handkartenlimit wird einmal gezogen. Das sind 4 Karten und damit startet dann jeder Spieler. In dem Fall hat jetzt Rot leider nur 3 gleiche gezogen, die Criollos und eine Santa Gertrudis. Und die Karten sind zum einen relevant, um gewisse Aktionen zu nutzen und zum anderen, wenn man in Kansas City ist, möchte man möglichst verschiedene Kühe mit hohem Wert haben. Der rote Spieler, der befindet sich jetzt auf dem neutralen Plättchen hier A und hat folgende mögliche Aktionen. Die sind getrennt durch eine blasse gelbe Linie, das heißt, er kann jede dieser Aktionen ausführen, wenn er möchte und kann. Die erste davon ist, eine bestimmte Karte abzulegen. Das ist die weiße zweiwertige Kuh, die er jetzt gerade nicht gezogen hat, aber die jeder zu Anfang bereits in seinem Deck hat. Es handelt sich hierbei um das Galloway-Rind. Diese Karte kann er aus der Hand abwerfen auf seinen persönlichen Ablagestapel, um 2 Geld zu erhalten. Dieses wäre dann eine Aktion, wo er Arbeiter einstellen kann, und zwar wird der Wert, den man bezahlen muss, darüber angegeben, wo sie liegen. Der Arbeiterpool ist hier links auf dem Spielbrett und es gibt 3 verschiedene Arbeiter. Es gibt einmal den gelben Ingenieur, es gibt den blauen Cowboy und es gibt die lila Handwerkerin. Und alle 3 haben verschiedene Funktionen. Auf dem Spielertableau von Rot seht ihr diese Aussparungen für die 3 Arbeiter und man kann jeweils maximal 5 weitere von jeder Sorte anstellen. Man hat einen schon bereits aufgedruckt, das heißt, die kann man auch in der Form schon nutzen, denn man braucht Arbeiter für gewisse Aktionen. In dem Fall kann also jetzt Rot einen der Arbeiter für 6 Geld plus 0, also in dem Fall 6 Geld, einstellen, allerdings nicht aus der Zeile, wo hier dieser Marker drin ist. Das muss erstmal aufgefüllt werden, bevor auch diese Reihe hier genutzt werden kann. Aber er kann sich dann eben zum Beispiel entscheiden, hier den Ingenieur zu wählen, zu bezahlen und dann hier einzustellen. Und wenn er ihn einstellt, kriegt er auch den Bonus, den er damit abdeckt. In dem Fall kann er eine seiner Criollos abwerfen, die hat er ja auch tatsächlich auf der Hand. Und dafür diesen Würfel einmal runter machen. Was der bedeutet, da kommen wir gleich noch zu. Wenn er jetzt immer noch genug Geld hat, um einen zweiten Arbeiter einzustellen, kann er das ebenfalls tun für 2 Geld mehr. Das seht ihr über dieses -2-Zeichen. Ja, damit wäre dann Rot fertig mit seinen Ortsaktionen, würde jetzt noch auf sein Handkartenlimit aufziehen, zieht also noch eine Karte nach und der nächste Spieler ist dran.
Und da kann ich euch einfach am Beispiel vom Weißen zeigen, was er hier machen kann. Er kann nämlich pro gelben Ingenieur, den er eingestellt hat, einen Lokschritt weiterlaufen. Die Ingenieure, das habt ihr ja hier beim Roten schon gesehen, da kann man auch mehr von anstellen. Zu Beginn hat man nur einen, also auch der Weiße hat jetzt nur einen, kann also einen Lokschritt laufen. Der Rote hätte hier bereits zwei laufen können und deswegen ist es halt auch einfach sinnvoll, sich auf bestimmte Arbeiter zu spezialisieren, um da ja, eine bestimmte Strategie zu fahren. Die Lokschritte, die werden hier oben gelaufen, also der Weiße, der kann jetzt hier auf den Lokschritt 1 gehen und die sind dann später relevant, wenn man in Kansas seine Rinder verkauft. Außerdem kann der weiße Spieler auch noch eine doppelte Hilfsaktion machen. Die Hilfsaktionen sind ja wie gesagt auf dem Spielertableau abgebildet. Da gibt es 5 Stück von und bisher sind nur 2 freigeschaltet und zwar nur einmal. Aber sobald dann zum Beispiel hier das Geld 2-mal freigeschaltet ist, wie das funktioniert, müssen wir gleich mal bei Kansas City gucken, kann er eben diese doppelte Hilfsaktion nutzen, also 2 Münzen bekommen. In dem Fall würde aber nur eine Münze ausgeschüttet werden, wenn dann hier die Scheibe noch drin liegt. Gelb hat hier jetzt noch mal was Besonderes. Es ist nämlich hier so ein Plättchen mit einem Banditen abgebildet. Das bedeutet, dass er kostenlos einen der Banditen, die auf dem Spielplan sich befinden, abfangen kann, das Kopfgeld dafür einsammeln kann. Und je mehr Banditen liegen, desto wertvoller werden sie. Und er kann sich auch aussuchen, welchen er nimmt. Das heißt, er kann ja im Idealfall den wertvollsten nehmen. Das ist im Moment derjenige, der 3 Geld gibt. Der Letzte, der würde noch so ein Tauschplättchen generieren, womit man seine Kartenhand ein bisschen aufbessern kann. Aber er entscheidet sich dann in dem Fall eben hier für diesen Orangenen, packt ihn in seinen Spielervorrat, weil er auch für bestimmte Siegendbedingungen noch mit relevant sein kann und bekommt dann einfach die 3 Geld. Außerdem kann er für Geld seine Lok vorziehen und auch nochmal 2 Hilfsaktionen, also eine doppelte Hilfsaktion machen. Wo Blau momentan steht, da kann er zum einen hier diesen Würfel für die temporären Zuchtwerte untermachen, die sind dann in Kansas City relevant und zum anderen kann er eine Siegendbedingungskarte nehmen, entweder aus der offenen Auslage, ihr seht die übrigens hier, oder eine verdeckte. Und bei den offenen können wir einfach mal drauf schauen. Die sind wie folgt aufgebaut. Also zum einen hat jeder Spieler sowieso schon eine von diesen Karten. Das sind aber die Standard-Siegendbedingungskarten. Die haben hier in der Ecke nämlich kein Zeichen und es gibt immer Dinge, die erfüllt werden müssen, bevor man eben diese Siegpunkte bekommt. Die hat jeder zu Anfang ausliegen, eine mit ein bisschen Varianz. In dem Fall hier die vom roten Spieler zeigt, dass er 2 Gebäude am Ende des Spiels gebaut haben muss und ein Gefahrenplättchen, also hier diese Überschwemmung, die Wüste oder das Geröll, freigeräumt haben muss, damit er 3 Siegpunkte bekommt. Wenn er sich der blaue Spieler jetzt eine aussucht hier aus der Auslage, hat er zum einen hier diese Sofortaktion und zum anderen hat er hier dann die Bedingungen, die er erfüllen muss, bevor er die Siegpunkte bekommt. Diese Karte wird aber nicht sofort ausspielen und nicht irgendwie auf die Hand nehmen, sondern die kommt auf seinen Ablagestapel und wenn er dann im Laufe des Spiels die irgendwann auf der Hand hat, kann er sie offen ausspielen. In dem Moment bekommt er die Sofortaktion und das heißt dann aber auch, dass er Minuspunkte bekommt, wenn er am Ende die Siegbedingungen nicht erfüllt. Also in dem Fall muss er 3 3 Rinderkarten gekauft haben mit dem Wert 3 und braucht einen Bahnhof, damit er 4 Punkte bekommt und keine -2 Punkte bekommt. Die Sofortaktion ist 3-mal Karten ziehen, 3 Karten abwerfen, sodass man halt die Handkarten ein bisschen aufbessern kann. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man die eben nicht offen ausspielt und stattdessen dann einfach immer im Deck behält. Und am Ende kann man sich dann eben noch aussuchen, ob man diese Karten, die man im Deck behalten hat, tatsächlich ausspielen möchte, um die Siegpunkte zu bekommen. Oder man merkt, ja, ich kann die eh nicht erfüllen, dann lässt man es sein, damit man eben nicht die Minuspunkte bekommt. Da ist dann immer so ein bisschen die Sache des Abwägens, möchte ich, dass sie das Deck verstopfen, um dann die Minuspunkte eventuell nicht zu bekommen oder ja, reinige ich das Deck von denen, damit ich eher Rinder habe, wenn ich in Kansas City ankomme, gehe aber dann die Gefahr ein, dass ich die Bedingungen nicht erfülle und dann 2 Minuspunkte bekomme. Genau, Blau sucht sich dann eben eine aus und es wird dann einfach sofort aufgefüllt. Und dann hat Blau tatsächlich noch dieselbe Aktion wie der weiße Spieler, dass er hier für jeden Ingenieur seine Lok weiter vorschieben kann.
Über folgendes Plättchen hier kann man Geld generieren, wenn man zwei gleiche Karten abwirft aus seiner Hand, und man kann auch noch eine Gefahr beseitigen. Anders als bei den Banditen muss man dafür bezahlen, bekommt dann aber Siegpunkte. Gefahrensymbole sind dann eben hier immer diese in den drei Ecken. Und alles, was ausliegt, darf auch eingesammelt werden. Und da jetzt hier am meisten Siegpunkte tatsächlich hier dieses Geröll mit 4 Siegpunkten gibt, würde ein Spieler vermutlich dann, wenn er eben diese 7 Geld ausgeben kann, dieses hier beseitigen und sich in den Vorrat nehmen. Hier oben ist auch nochmal eine Karte abzulegen, um Geld zu bekommen. Und zum anderen ist hier eine ganz wichtige Aktion, nämlich der Kuhmarkt. Man kann hier dann Rinder kaufen. Die Rinderauslage seht ihr hier unten. Die sind alle sortiert. Im Spiel zu viert liegen 15 Karten aus. Und je nachdem, welchen Wert sie haben, braucht man eine bestimmte Anzahl an Cowboys, also hier an diesen blauen Arbeitern, um sie dann auch möglichst günstig und mit einer hohen Zuchtwertzahl kaufen zu können. Die Übersicht seht ihr hier unten auf dem Spielplan, dass man mit dem anfänglichen einen Cowboy, den man in seinem Spielertableau mit aufgedruckt hat, nur eine Dreierkuh kaufen kann für 6 Geld. Das heißt, in dem Fall wären dann eben hier diese ganzen Black Angus Kühe verfügbar, sowie hier die roten, die blauen. Ja, das war's. Aus diesen kann man sich dann eine aussuchen und 6 Geld bezahlen. Wenn man 2 Cowboys hat, kann man schon eine Dreierkuh für 3 kaufen. Das ist also einfach halb so teuer. Oder man kauft 2 Dreier, was man ja vorher mit dem Einer nicht konnte, für 5 Geld. Mit dem Einer kann man tatsächlich aber auch noch mit eine Viererkuh kaufen, kostet dann aber schon ganze 12 Geld und Geld ist da eher rar. Von daher, es lohnt sich schon eher, mehr Cowboys zu haben, denn mit 3 Cowboys kann man schon für 6 Geld eine Viererkuh kaufen. 5 Cowboys, da kann man sogar 2 Vierer kaufen für 8 Geld. Und 5er Kühe kann man mit 2 Cowboys oder mit 4 Cowboys eben für die entsprechenden Summen hier kaufen. Es gibt hier auch noch eine Variante, nämlich die Simmentaler Kühe. Die kann man entweder mit reinmachen ins Deck oder rauslassen, je nachdem, wie man sich fühlt. Das sind Kühe, die haben nur einen Wert von 2, können aber immer in Kansas City aufgewertet werden. Also die werden dann größer. Ihr seht, das ist erstmal so ein kleines Kalb und die werden dann erwachsen und kriegen dann einen Wert von 4. Und danach kann man sie nochmal wachsen lassen und dann kriegt man einen Wert von 5. Die sind deswegen auch ein bisschen teurer. Man kriegt sie zwar schon mit einem Cowboy, aber man muss 8 Geld bezahlen oder mit 2 Cowboys und man zahlt 5. Und deswegen gibt es halt eben auch nur das junge Simmentaler Rind hier zu kaufen, denn die Aufwertungen kriegt man immer nur in Kansas City. Wenn jetzt Rot also nach Kansas City geht, werden folgende Schritte abgehandelt. Erstens, er sucht sich eins dieser Plättchen aus, die dann auf den Spielplan gelegt werden müssen. Bei einem Banditen kommen die einfach der Reihe nach hier auf diese Banditenfelder. Also das heißt, wenn es irgendwie so liegt, dann muss er das erste freie Feld belegen. Aber in dem Fall ist es ja eben hier die 3. Das wird dann aufgefüllt aus den Beuteln, die hier auf der Seite liegen. Einfach ein Splint ziehen aus dem Einser. Das wird dann hier wieder hingelegt. Und wenn er eine Gefahr ausgesucht hätte, würde das entsprechend der Gefahr, die Gerölle kommen hier hin, die Wüsten kommen hier hin und die Überschwemmungen hier. Beim zweiten sucht er sich einen dieser Worker aus, die in den Worker-Pool reinkommen. Und dann kann er sich zum Beispiel eben hier diesen Ingenieur aussuchen und packt den auf das letzte Feld. Jedes Mal, wenn das passiert, was jetzt hier gerade passiert, dass eben dieses Token weggedrängt wird, geht es eine Reihe runter und ab dem Zeitpunkt ist dann eben auch diese Reihe voll und kann auch erworben werden. Also die Arbeiter sind jetzt auch für die Spieler freigeschaltet. Das wird dann auch wieder nachgezogen aus dem Beutel. Diesmal aus dem Zweier. Und beim dritten sucht er sich auch wieder ein Plättchen aus. Da kann er entweder halt den Banditen wieder hinlegen oder einen Worker. Und dann sucht er sich vielleicht den Worker aus und zieht dann anschließend auch aus dem Dreierbeutel etwas nach. Da kommen wir auch schon zur Einleitung des Spielendes. Das wird nämlich ausgelöst, sobald eben hier alles voll ist. Und jedes Mal, natürlich, wenn es hier voll geht, wandert dieser Chip einen runter. Zum einen wird, wenn er hier diese Schwelle übertritt, wie ihr hier seht, der Kuhmarkt aufgefüllt. Das wird nämlich nicht automatisch aufgefüllt, sondern immer erst dann, wenn man hier die Schwelle übertritt, auf bei 4 Spielern 15 Rinder insgesamt. Das passiert hier auch nochmal. Und das Spielende wird ausgelöst, sobald eben alles hier voll ist und
der Chip rausfällt. Derjenige, der das Spielende auslöst, kriegt dann eben hier noch die 2 Siegpunkte und dann ist auch das Spiel sofort vorbei und es werden die Siegpunkte gezählt. Aber soweit ist es noch nicht. Wir sind ja jetzt hier noch in Kansas City und wenn wir jetzt mal annehmen, dass der rote Spieler mit folgender Hand nach Kansas City gekommen ist, dann wird jetzt in Schritt 4 geguckt, wie sein Zuchtwert ist. Und zwar hat er hier einmal das Black Angus mit 3, dann hat er das Galloway mit 2, das sind dann insgesamt 5. Jetzt hat er noch ein Galloway, das zählt aber nicht, weil es einfach dasselbe ist. Er braucht schon unterschiedliche. Das heißt, für den Zuchtwert ist das irrelevant. Und dann hat er noch einen Simmentaler mit 2. Das heißt, er hat jetzt insgesamt einen Wert von 7, kann das auch mit temporären Zuchtwerten noch erhöhen. Er hat jetzt hier in dem Beispiel noch einen Zuchtwert übrig, kann den dann noch dazu addieren, hat also insgesamt 8. Dann werden einfach alle seine Karten abgeschmissen auf seinen persönlichen Ablagestapel und er kriegt diese 8 in Geld ausgezahlt aus der Bank. Außerdem kann er ja sein Simmentaler Rind auch noch aufwerten. Da ist es halt wichtig, dass die Aufwertung erst nach dem Zuchtwert, nach der Zuchtwertberechnung durchgeführt wird, denn das Simmentaler Rind, so wie es ankommt, wird für den Zuchtwert gebraucht, hier die 2. Und die wird dann abgelegt und es kommt das Simmentaler Rind mit 4 in sein Deck. Aber wie gesagt, für dieses Mal gelten halt nicht die 4, sondern die 2. Beim nächsten Mal, wenn er wieder mit dem Simmentaler Rind auf der Hand in Kansas City ankommt, kann er das in eine 5 umwandeln. Ja, und was passiert dann noch als fünften Schritt? Der Spieler kann dann muss sogar eine Scheibe von seinem Spielertableau aussuchen, die er dann freilegt und muss seine Rinder an die Stadt verkaufen. Er hat jetzt den Wert 8. Das heißt, er kann maximal bis Peoria die Rinder abliefern oder etwas, was davor ist. Deswegen ist es halt auch interessant, einen hohen Zuchtwert zu bekommen, denn ihr seht hier schon, am Ende gibt es schön viele Siegpunkte. In New York kann man auch so oft sein, wie man möchte, kriegt jedes Mal 9 Siegpunkte. In jeder anderen Stadt kann man aber nur genau einmal hin. Also jeder Spieler kann genau einmal dahin. Das heißt, er würde jetzt tatsächlich vielleicht auch direkt sagen, ja, wer weiß, wann ich das nächste Mal den Zuchtwert 8 habe, ich gehe nach Peoria und muss dann aber die Differenz, die er mit der Lok noch nicht gefahren ist, sagen wir mal, er stand hier auf der 4, muss er die Differenz zahlen. Es gibt hier diese Kreuze und das heißt, er muss dann hier 1, 2, 3 Kreuze sind dazwischen, 3 Geld bezahlen. Dafür sind dann die Lokschritte. Deswegen ist halt auch relevant, man kriegt dieses Geld von den Rindern auch immer, bevor man das Geld hier für die Differenz zahlen muss. Also man hat das Geld im Grunde eigentlich auch immer verfügbar, muss man sich dann einfach nur entscheiden, ob man wirklich so weit dann auch ausliefern möchte. Es macht aber durchaus Sinn, denn wenn man dann irgendwie alles voll hat und gar keine andere Wahl hat, als in Kansas City selber auszuliefern, kriegt man jedes Mal 6 Minuspunkte. Zwar viel Geld als Trostpreis, aber 6 Minuspunkte sind halt schon ziemlich heftig. Und deswegen sind Kansas City und New York auch die einzigen Orte, wo man mehrmals Rinder ausliefern kann. Jetzt werden auch noch keine Boni ausgelöst, denn erst beim nächsten Mal, wenn der rote Spieler zum Beispiel in Bloomington eine Scheibe hinlegt, werden die Boni ausgeschüttet, wo auf beiden Seiten Scheibchen liegen. In dem Fall würde er sich eine Siegendbedingung von dem Stapel nehmen können oder aus der offenen Auslage. Hier in dem Fall, wenn die so liegen, kriegt er ein Austauschplättchen, wo er seine Handkarten austauschen kann. Hier wiederum ist es wieder ein bisschen negativ. Wenn man also bei den beiden schlechtesten ist, kriegt man 3 Minuspunkte. Deswegen sollte man versuchen, nur auf maximal einem zu landen, weil so gibt es ja die Minuspunkte nicht. Und ja, hier hinten gibt es immer Siegpunkte. Ihr seht auch, dass einige weiß sind und andere schwarz. Das liegt daran, dass auch auf dem Spielertableau einige weiß und einige schwarz sind und alle Weißen dürfen auch auf Schwarze gelegt werden, aber die Schwarzen dürfen nur auf Schwarze gelegt werden. So ist halt sichergestellt, dass man überhaupt irgendwie was erreicht haben muss, also Chicago oder Toledo erreicht haben muss mit den 10 oder 12 Zuchtwert, bevor man hier zum einen mehr Schritte freischalten kann, die man ziehen kann in der Bewegung oder auch ein größeres Handkartenlimit. Ja, nach den 5 Schritten in Kansas geht der Spieler einfach wieder am Anfang des Spielbretts in die rechte untere Ecke und beginnt seinen Weg erneut. Der Weg nach Kansas City wird auch immer länger, denn jeder Spieler kann die eigenen Gebäude, die er vor sich liegen hat und die bei jedem Spieler gleich sind,
über dieses neutrale Gebäude bauen. Also wenn der Spieler eben auf dem Spielbrett hier drauf kommt, kann er mit seinen Arbeitern Gebäude bauen. Und dafür sind auf den Gebäuden hier verschiedene Zahlen abgebildet. Das heißt, mit einem Arbeiter kann man nur diese beiden Gebäude bauen. Mit zwei Arbeitern kann man schon alle diese Gebäude bauen und so weiter. Also mit drei Arbeitern kann man auch schon das hier bauen. Und ihr seht hier auch, mit acht Arbeitern kann man das hier bauen. Das geht natürlich nicht, weil man kann immer nur maximal sechs haben. Aber wenn man eben ein Vierer gebaut hat, kann man auf dem Vierer das Achter bauen und nur die Differenz bezahlen. Und dieses Plättchen sagt jetzt halt auch, dass pro Arbeiter, der benötigt wird, das Gebäude zu bauen, zwei Geld ausgegeben werden muss. Also hier für dieses natürlich zwei, für dieses müssten in dem Fall acht bezahlt werden und so weiter. Wenn also der gelbe Spieler eben hier auf diesem Plättchen die Ortsaktion macht und ein Gebäude gekauft hat, das er hier hingestellt hat, und der rote hier drauf landet, muss er zum einen wegen dieser Hand, die abgebildet ist, Geld bezahlen. Bei vier Spielern ist es eine Münze für jede grüne Hand und zwei Münzen für jede schwarze. Das ist hier auf dem Spielertableau mit abgebildet. Aber auch wenn er dran vorbeigeht, muss er dieses Geld an den Spieler bezahlen. Und er darf natürlich dieses Gebäude, die Ortsaktion, nicht benutzen. Er darf nur Hilfsaktionen benutzen. Es gibt aber auch Gebäude, die haben keine dieser Hände. Also da kann man beruhigt drüber laufen, ohne dass man da bezahlen muss. Aber natürlich auch, wenn man da wieder drauf landet, ist man nur mit Hilfsaktionen unterwegs. Diese Hände sind natürlich auch hier bei den Banditen mit abgebildet. Ja, beim ersten Zug muss man natürlich nicht laufen, aber ab dem zweiten Zug muss man, bevor man eine Ortsaktion nutzt, eben hinlaufen. Das heißt also, der blaue Spieler ist jetzt halt dran und darf sich eben entlang dieser Wege in Pfeilrichtung bewegen und läuft dann entsprechend hier vielleicht einen, zwei und hier dann drei Schritte und läuft an insgesamt einer Hand vorbei, einer schwarzen. Diese schwarze Hand, die wird dann an die Bank bezahlt, also mit zwei Geld, und dann darf der blaue vorbei, drauf landen oder wie auch immer. Und ja, dass ein anderer Spieler auf dem Gebäude ist, wo er jetzt hin möchte, ist total egal. Er darf sie trotzdem benutzen, die Ortsaktion. Zu Anfang ist das noch sehr leicht zu umschiffen, denn ihr seht, dass er gar nicht hier hätte lang gehen müssen, sondern auch einfach hier straight. Aber sobald dann eben ganz viele fremde Gebäude rumliegen, wo man auch vielleicht mal bezahlen muss, überlegt man sich das schon mal, ob man da wirklich dem Spieler das Geld bezahlen möchte oder lieber der Bank. Ich zeige euch hier noch den persönlichen Spielbereich von Rot. Ihr seht eben, wie gesagt, hier links sind die ganzen Hilfsaktionen. Zwei davon hat er auch schon doppelt freigeschaltet. Und hier sind noch mal ein paar stärkere, wo man Lockschritte rückwärts laufen kann, um den temporären Zuchtwert nochmal einzusammeln und eine Münze natürlich ausgeben. Hier kann man für eine Münze die Lok wieder vorwärts bewegen und hier kann man eine Münze bekommen, eine Lok zurückstellen und eine Karte dauerhaft aus dem Deck verbannen. Also nicht nur auf den Ablagestapel legen, sondern tatsächlich ja, zerstören, aus dem Spiel nehmen. Und ja, da lohnt sich das auf jeden Fall, denn die Criollos, die sind mit einem Wert von 1 eigentlich kaum was wert und man hat 5 Stück davon auf der Hand. Und auch wenn man halt mit den Zweiern besser dabei ist, man hat halt von jedem 3 und da kann man auf jeden Fall gut was aussortieren, wenn man eben die Lokschritte zurücklaufen kann und möchte. Ja, ansonsten hat er natürlich oben die Gebäude, die er noch nicht gebaut hat. Hier ist sein Nachziehstapel, sein Ablagestapel und unten hat er seine Siegendbedingungen, die er entweder hier mit dem Start, mit der Startkarte schon offen aufgedeckt hat oder eben auch nachher später noch aufdecken wird, wenn er sich dazu entscheidet. Hier oben wird abgebildet, wie viele Schritte er laufen kann, bevor er seine Ortsaktion macht. Wenn man sich das freischaltet, kriegt man zum einen 3 Geld und zum anderen 2 Schritte mehr. Man kann also 6 Schritte laufen im Spiel zu viert. Und wenn er den zweiten auch noch freischaltet, kriegt er sogar 3 Siegpunkte und noch einen Schritt dazu. Also kann dann insgesamt 7 Schritte laufen. Hier ist nochmal so eine kleine Erinnerung, was passiert. Wenn man in Phase B eben seine Ortsaktion macht, kann man das entweder auf seinem eigenen oder auf einem neutralen oder man macht eine Hilfsaktion hier auf einem fremden Feld oder auf einer Gefahr oder auf einem Banditen darf man nur eine Hilfsaktion machen und wenn man in Kansas City ankommt, muss man diese 5 Schritte abhandeln, die auf dem Hauptspielplan abgebildet sind.
Daneben seht ihr, das Handkartenlimit ist momentan 4 für 5 Geld. Und wenn man eben diese Scheibe freischaltet, kann man zusätzlich eine weitere Handkarte halten. Also insgesamt 5 und hier eben noch eine weitere, also bis zu 6 Handkarten. Dieser temporäre Zuchtwert, der geht am Anfang nur bis 3. Wenn man weiterhin einen bekommen würde, dann verfällt er einfach. Nur wenn man diese Scheibe auch wieder freigeschaltet hat, kann man wieder 4 und nachher sogar 6 bekommen. Ja, und zuletzt hat man eben das, was am meisten Platz einnimmt, das sind die Arbeiter, das sind die Cowboys, mit denen man besonders günstig dann Rinder und auch sehr hochwertige Rinder kaufen kann. Man kann hier auch kostenlos, wenn man das Feld abdeckt, eine Gefahr beseitigen, mit der man dann eben auch Siegpunkte bekommt und hier einen Banditen beseitigen. Hier mit der Arbeiterin kann man, wenn man das Feld abdeckt, ein Gebäude bauen, tatsächlich ziemlich günstig mit nur einer Münze pro Arbeiterin. Und beim Ingenieur, da hatten wir ja hier das eine Beispiel schon, hier kann man dann 2 Geld bekommen für eine Criollo. Hier kann man einen Arbeiter einstellen, der dann aber 2 Geld weniger kostet als angegeben auf dem Spielplan. Ja, und das sind auch tatsächlich sehr ähnliche Sachen wie am Anfang. Wenn man am Spielende hier den 5. und 6. von jedem oder von einem davon freigeschaltet hat, kriegt man 4 Siegpunkte für jeden. Das heißt also, wenn man hier eben diese ganzen Felder besetzt hat, kriegt man schon 6 mal 4 Punkte mehr. Also bis zu 24 Punkte kann man hier noch mit drüber generieren. Ich möchte euch hier noch die Bahnhofsleisten zeigen. Also zum einen hat man ja hier die Felder, wo man die Rinder abgibt. Und dann halt immer, wenn man in Kansas City ist, eine Scheibe los wird aus seinem Spielerbereich. Aber es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, nämlich wenn man eben seine Lok vorzieht, kann man entweder immer straight geradeaus oder es gibt immer diese Einbuchtungen, wo man zwar ein Feld weiterlaufen muss, aber halt auch nochmal so Bahnhofsvorsteherplättchen bekommt. Also immer, wenn man seine Lok vorzieht, sagen wir mal, Rot kann 2 Felder vorlaufen, kann er entweder 1-2 hier auf Feld 6 laufen oder entscheidet sich, hier stehen zu bleiben. Dann verfällt aber auch sein letzter Zug. Und er kann auch wieder eine Scheibe aus seinem Spielerbereich, diesmal eine weiße, hinlegen, damit halt auf dem Spielerbereich was freischalten. Und zum anderen hier dieses Bahnhofsvorsteherplättchen bekommen. Also zum einen kriegt er hier rüber 12 Geld, was ziemlich viel ist. Zwar keine Siegpunkte, aber auch Siegpunkte sind hier mit drauf, wenn man bestimmte Bedingungen erfüllt. Das nimmt er sich dann einfach in seinen Bereich, muss dann aber auch einen seiner Arbeiter abgeben. Der bleibt dann da auch dauerhaft stehen. Jeder andere Spieler darf dann auch weiterhin dort noch seine Scheibe ablegen. Übrigens, Rot muss natürlich auch noch 2 Geld bezahlen. Am Spielende bekommt er noch einen Siegpunkt. Und auch jeder weitere Spieler muss dann 2 Geld bezahlen und bekommt einen Siegpunkt. Aber es gibt keinen Bahnhofsvorsteher mehr. Und auch der hier bleibt immer bis zum Spielende liegen. Ja, und so kann man hier eben auch einen dauerhaften zusätzlichen Zuchtwert generieren, der immer gilt, wenn man in Kansas City ist. Außerdem für jeden temporären, den man übrig hat am Spielende oder für 2 davon kriegt man 3 Siegpunkte. Hier kann man kostenlos eine Gefahr beseitigen oder einen Banditen und am Ende ist jede Siegendbedingung, ob jetzt erfüllt oder nicht erfüllt, die offen ausliegt, 3, also 1,5 Punkte wert, zu zweit eben 3 Punkte. Und ja, so werden halt einfach die ganzen Bahnhofsvorsteherplättchen sehr attraktiv. Und selbst wenn man eben die nicht mehr bekommt, muss man zumindest seinen Arbeiter nicht mehr dahin ablegen und kriegt dann trotzdem Siegpunkte, wenn man eben diese paar Geld ausgibt. Und auch hier hinten geht es natürlich auch noch weiter, zwar ohne die Vorsteherplättchen, aber immer noch mit sehr, sehr vielen Punkten. Ja, genau, also unterschiedlich vom... Wo ist denn die alte Packung? Die hast du doch vorher schon gehabt. Die habe ich hier gehabt, ja, genau. Ja, zeig mal. Weil ich finde, man muss erstmal... Also die größte Unterscheidung, der größte Unterscheidungswert ist ja wirklich das Cover. Ja, und das ist wirklich schöner. Ja, auf jeden Fall. Sind wir ehrlich. Weil das alte Cover, mit, auch mit diesem Schwarz-Weiß, man hat fast das Gefühl, dem ist die Druckertinte ausgegangen, wirkt eigentlich so ein bisschen, also es ist eines der schwächeren Brettspielcover. Also für ein sehr gutes Spiel. Richtig. Ja, man hat fast so ein bisschen das Gefühl, ihnen ist die Druckerfarbe ausgegangen. Fast schon ein bisschen deprimierend, fand ich das alte Great Western Trail. Das neue ist wirklich schön, wobei ich an Zigarettenwerbung denke dabei. Aber es ist wirklich ein hübsches Spiel. Wirklich? Bild. Also ich denke hierbei wäre Zigaretten an den Zigaretten, also hier so diese ja, drei Männer. Ich fand, es gab eben auch früher diese sehr schöne Zigarettenwerbung, die sehr schön war, anzusehen war. So. Ich kenne keine Zigarettenwerbung aus der aus den alten Kinozeiten, ihr wisst schon, was ich meine. Das war vor uns, das war im anderen Jahrhundert. Nein. Genau. Sehr hübsch gemalt. Und wirklich eine Verbesserung, was die Schachtel angeht. Also genau. Man will eigentlich nicht das im Regal. Also das würde ich mir so
auch an die Wand hängen. Sehr hübsch. Ja, es ist ja jetzt auch sowieso schon angekündigt gewesen, dass noch zwei weitere Spiele im Great Western Trail Universum rauskommen, Argentinien und Neuseeland, wenn ich mich jetzt nicht irre, die dann auch perfekt zu diesem Cover mit dazu passen. Ja. Und da bin ich auch super gespannt, wie sich dann das mit anfühlt, wenn man da eben noch mit irgendwie Schiffen nach Europa die Rinder. Das wird sicherlich auch, wenn man so mit diesem Rücken hier sehr hübsch aussehen. Genau. Also Plan B generell, das ist zwar ein Eggert-Spiel natürlich immer noch, aber Eggert-Spiele gehört ja jetzt zu Plan B Games. Und Plan B Games gehört jetzt zu Asmodee, wie auch immer. Plan B Games ist immer sehr bekannt für wirklich schöne, moderne, aber sehr schöne Gestaltung. Und es setzt sich hier im Spiel auch fort. Wobei man sagen muss, bleiben wir erstmal bei diesen Oberflächlichkeiten, die Änderungen im Spiel halten sich dann doch eher in Grenzen. Es ist alles neu gemalt, aber auch die Karten, die sind auch wunderschön, aber die alten Karten waren auch schön. Das ist der Punkt, das alte Material war auch schon gut und das ist jetzt auch schön, aber da hat man jetzt nicht diesen riesen Mehrwert, also wenn einen die Schachtel nicht stört und man das alte hat, dann auch behalten. Letztlich genau, innen drin ist es jetzt nicht so groß verändert. Ja, die wichtigste Frage haben wir also schon geklärt. Ändert sich da wesentlich im Spiel etwas? Nein. Also ihr könnt auch mit der ersten schon zufrieden sein. Da braucht ihr nicht unbedingt die zweite, wenn ihr da jetzt nicht das Sammlerherz dran verliert. Aber man hat auf jeden Fall so ein paar Bahnhofsvorsteherplättchen neu. Design, wahrscheinlich auch die Gebäude sind noch neu. Man hat hier halt, ja, aber das ist ja, ja genau, man hat halt einfach diese hübschen Cowboy-Hutfiguren. Man hat die Solo-Variante, wenn man die denn braucht. Ich brauche sie nicht, weil ich so ein Spiel nie solo spielen würde, aber das ist natürlich eine persönliche Sache. Und es gibt eine kleine Erweiterung, nämlich diese Simmentaler Rinderweiterung. Ja, die ist auf jeden Fall eine netter kleiner Zusatz, der aber insgesamt spielerisch jetzt nicht so ins Gewicht fällt. Also ich würde sagen, ihr müsst euch das, wenn ihr jetzt zum Beispiel die Solo-Variante nicht braucht, nicht wegen dem Spiel selber, müsst ihr jetzt nicht unbedingt das neue Spiel euch holen. Man darf ja auch nicht vergessen, dass diese Neuauflage ist jetzt ja auch nicht dazu rausgekommen, um eure Altes zu ersetzen, sondern einfach nur, um es weiterhin verfügbar zu machen. Und eben, die haben ja viel diese neuen Design-Sprache zu entwickeln, um dann die neuen, also diese neuen Standalone-Spiele dann auch in der gleichen Form rauszubringen, damit das alles passt. Also von daher, alles wunderbar. Ja, wie hat es dir denn generell als Spiel gefallen? Ja, also ich fand es auf jeden Fall interessant. Immer erstmal so am Anfang, ja, ihr dürft euren Meeple hinstellen, wo ihr wollt. Das muss ich nochmal nachschauen. Ich weiß auch gar nicht, ob es in der ersten Version auch schon da so war. Da waren wir tatsächlich gar nicht so sicher, aber ja, ich glaube schon, dass man irgendwo starten kann. Ja. Und ja, generell, man hat ja immer das Ziel, nach Kansas zurück. Und ja, also es fühlt sich halt auch an, als ob ich dann da wirklich hinreisen muss, aber dann halt auch zwischendurch immer wieder coole Sachen machen. Also es ist immer so eine Balance zwischen schnell nach Kansas und das sind aber so viele tolle Aktionen, die ich dazwischen machen möchte. Und was halt auch interessant ist, dass du mehrere Möglichkeiten hast, bei Great Western Trail zu spielen. Du kannst entweder die Rindertaktik fahren und so komplett aufs Rind setzen oder die Bahnhofstaktik. Die Bahnhofstaktik, genau. Ja. Also schön mit dem Zug weit vor und alle Bahnhöfe besetzen und die Bahnhofsvorsteher möglichst als erstes natürlich erreichen und dann einkassieren. Oder du machst die Gebäudetaktik, dass jeder, der vorbeikommt, dir Geld geben muss. Und, und so viele coole Aktionen auf dem Brett hat. Genau. Die habe ich gefahren und leider nicht so erfolgreich. Johannes, was hast du eigentlich für eine Taktik gespielt? Was habe ich für eine Taktik gespielt? Ja, es war schon tendenziell eher eine Rindertaktik. Eine Rindertaktik mit ein bisschen Eisenbahn. Das war auch sehr stark, also zumindest in unserer Partie. Ja, aber das Simmentaler Rind habe ich auch mit eingebaut und es war natürlich auch nicht schlecht. Ich muss einfach erstmal grundsätzlich sagen, Great Western Trail bleibt natürlich einfach ein Klassiker im Euro-Expertenbereich. Viele Leute sagen, es ist das beste Alexander Pfister-Spiel. Ich denke ja immer noch, Mombasa ist besser. Mal gucken, wie da die Neuauflage, das wird ja sehr spannend, dann mit dem neuen Thema, das kommt auch dieses Jahr, wie die sich schlägt. Ich habe immer Mombasa, würde ich immer noch so einen ganz Tick über Great Western Trail einordnen. Weswegen ich, wenn ich denn mir Zeit nehme, mal alte Spiele zu spielen, wir kommen natürlich da nicht sehr oft dazu, aber dann habe ich oft gerne im Basel den Vortritt gelassen. Deswegen umso mehr hat es mich gefreut, das mal wieder wirklich nach langer, langer Zeit mal wieder Great Western zu spielen. Und ich sage einfach nur so, ich finde immer noch mal Basel einen Tick besser, aber Great Western Trail hat halt wirklich steht ganz für sich. Ja? Also man braucht beide Spiele, um Punkte zu machen. Das sind die beiden besten Pfister-Expertenspiele. Ich würde sagen, man sollte sie beide haben. Beide haben hier einen ganz tollen Reiz. Und hier, ja, du hast schon gesagt, ich meine, hier ist einfach dieses Worker-Movement, was so extrem interaktiv ist, weil wir dann jeder noch seine Gebäude bauen kann, dieser Weg sich ständig verändert.
Ne, man kann halt hier passiert ganz viel auf dem Brett und die Spieler beeinflussen ist sehr schön. Das ist wirklich toll. Dazu natürlich dieses Setbau-Ding, die Aufbaumechanik, die Engine-Builder, den du hast mit diesen Steinen, die du loswirst. Also es ist wirklich sehr schön zusammengebaut. Es ist halt auch irgendwie witzig, ja, dass der Weg nach Kansas gefühlt immer länger wird. Also nicht nur gefühlt, der wird ja tatsächlich irgendwie immer länger, weil du hast ja dann nur eine beschränkte Schritt. Zahl du musst und halt deine Geschwindigkeit erhöhen. Ah, es hängt alles zusammen. Das ist ein witziges Gimmick sozusagen. Ja. Ja, in dem Zuge, dass sie das alles redesigned haben, haben sie dann zum Glück auch die Indianer rausgenommen, im Sinne von wir erschießen, wir rotten sie aus, sondern jetzt schießen wir halt einfach. Mit ihnen. Nein, ich gebe dir da recht. Sie werden halt als Gefahren draufgepackt. Du musst dann halt immer Geld ausgeben, wenn du drüber gehen möchtest. Und jetzt haben sie es halt über Banditen gelöst. Also, böse konnotierte Menschen, während halt Indianer vorher irgendwie so ein bisschen unterschwellig dann da drin so, ist eine Gefahr, ist auf jeden Fall heutzutage wieder wichtig. Aus meiner Sicht, viele sagen ja, es ist egal, aber ich finde es wichtig, dass man... Nee, ich finde auch, dass es hier richtig ist, weil natürlich hier, muss man halt auch nochmal ganz klar sagen, das Thema Cowboy und Rinderherden, ja, natürlich auch mit der Vertreibung der Indianer wirklich ursächlich direkt zusammengehangen hat. Ne? Die waren im Weg für diese Art der Wirtschaft und wurden auch aus dem Weg geräumt dafür. Und das hat das alte Spiel quasi auch irgendwo wiedergegeben. Das war definitiv so, dass die Rinderbarone da kein Interesse dran hatten, dass da irgendwelche Indianer ihnen in den Weg kommen und als Hindernisse da fungieren. Deswegen finde ich auch, es ist eine Kleinigkeit. Ich würde auch sagen, sicherlich auch wieder, wie so oft im alten Great Western, nicht mit böser Absicht da drin. Das ist natürlich, man ist da so konditioniert. Das Thema romantisiertes Western mit den Indianern irgendwie liegt nahe. Aber es ist eben gut, dass man hier bei der Neuauflage dann drauf geguckt hat. Und es stört überhaupt nicht. Ja, aber generell natürlich, der Spielplan ist doch sehr ähnlich geblieben zum alten. Ja. Man hat irgendwie nochmal die Feder drüber gelegt, aber immer noch sehr ähnlich gehalten. Also wenn ihr das auch kennt von dem ersten Bubo zum zweiten Bubo, ungefähr so fühlt es sich dann an. Und eine kleine Verschlimmbesserung haben sie auch noch sich geleistet. Also da hätte ich mir tatsächlich gewünscht, dass sie sich mehr noch dieser Bahnhofsleiste da gewidmet hätten. Mhm. Weil dadurch, dass jetzt hier die Gleisen eben durch diese Streben, die Querstreben, so verwirrend sind, dann merkst du halt eigentlich gar nicht, wo ist das eine Feld, wo ist das nächste Feld. Und du musst halt wirklich immer so nachzählen, wo kann ich denn jetzt als nächstes hin mit meinem... mit meiner Lok, da hätte ich mir eindeutigere Grafiken gewünscht. Ja. Das ist manchmal so ein bisschen fitzelig, wenn man weiter weg sitzt, kann man die nicht so richtig gut erkennen, auch die Zahlen. Ja, aber ich meine, ganz grundsätzlich, Fazit würde ich ja sagen, wenn ihr das Alte habt, ja, braucht ihr das Neue nicht, aber wenn ihr das Alte nicht habt, dann ist aus meiner Sicht Great Western wirklich eigentlich ein Muss für jeden ambitionierten Eurogamer. Weil es gehört immer noch zu den Besten. Es hat nichts, ich finde, es hat überhaupt nicht an Faszination verloren. Es spielt sich auch nach wie vor wie ein ganz modernes Euro-Expertenspiel. Mir fällt jetzt kein ganz neues Eurogame ein, wo man jetzt sagen würde, oh, das hat das deshalb abgelöst, das brauchen wir nicht mehr, nee, weil wir für haben. Für mich war es tatsächlich auch so eher alleinstehend, unique. Genau, deswegen. In seinen Mechaniken und der Verknüpfung der Mechaniken. Ja. Genau, deswegen, wir haben natürlich jetzt viel über diese Sachen geredet, was hat sich hier verändert, aber so unabhängig ist es einfach immer noch ein echt super Spiel und ihr solltet euch das auf jeden Fall zulegen, wenn ihr solche Spiele mögt, wenn ihr lange nachdenken wollt, lange Partien wollt, die spannend enden, dann werdet ihr hier definitiv fündig. Und ich bin sehr gespannt auf die neuen Spiele. Ob sie es schaffen, genug Neues zu bringen. Mhm. Ne? Weil das ist ja das, was das und hier nicht eingelöst hat. Und auch dann gleichzeitig nicht überladen zu sein. Also man kann ja Mechaniken an Mechaniken anhäufen in einem Spiel und dann ist es irgendwann überladen. Aber wenn es richtig so schön reinpasst, das wünsche ich mir tatsächlich jetzt für das Erste, was rauskommen wird, Argentinien. Ich freue mich drauf. Ja, ich freue mich auch auf jeden Fall drauf. Und ich freue mich auch auf Sky Mines, dass ich mal einen Blick drauf werfen kann. Also ja, es ist ja das neue Mombasa, was angekündigt wurde. Und dann mal den Blick auch darauf werfen zu können. Da bin ich sehr gespannt auf das neue Mombasa. Ja, das war unsere Rezension. Vielen Dank fürs Zugucken. Und kurz noch ein Hinweis an alle unsere treuen Zuschauer. Wir werden tatsächlich oder planen, wenn jetzt nicht noch was ganz Schlimmes dazwischen kommt, auf der Spiel-Doch-Messe in Dortmund
sein, nicht verwirren lassen. Spiel doch, findet ja eigentlich in Duisburg statt, findet eigentlich im Frühjahr statt, aber ihr wisst, durch die ganzen Umstände wurde es erstmal verschoben in den Juli, und zwar Anfang Juli, 1. bis 3. Juli in Dortmund, weil Duisburg war die Veranstaltungsgelände jetzt besetzt, deshalb ist sie ausgewichen in die Messe Dortmund. Und ja, wir haben einen kleinen Stand, sind also vor Ort, die können uns treffen. Wir haben ein paar Sachen dabei, wir haben sicherlich unsere Tokenschalen dabei. Wir haben unsere paar Spiele haben wir auch dabei, noch ein paar Lewis und Clarks, was wir halt noch so haben. Wir werden nicht groß anreisen, haben jetzt keinen großen LKW dabei oder so. Also ein paar, wenn wir schaffen, ein paar Rucksäcke und so weiter. Und man kann uns einfach treffen. Wir freuen uns, euch wieder live zu sehen. Und kurz die Frage, wir suchen nämlich noch eine Unterkunft. Falls ihr für uns beide irgendwie noch eine Unterkunft wisst, dann die mit in der zwei Nähe Betten, liegt. Bitte. Ja, genau, mit zwei Betten. Ich nehme auch geht. Die Couch. Olli nehme ich auch. Nein, nein. Also genau, das wäre natürlich total toll. Wenn ja, dann schreibt uns gerne über das Kontaktformular der Homepage einfach an, und wir gucken mal. Also wir haben auch ein Auto, wir können auch sozusagen ein bisschen Fahrt auf uns nehmen, dann morgens und abends. Aber das wäre auf jeden Fall eine coole Unterstützung für uns. Ansonsten freuen wir uns, wenn wir euch dort sehen und dann zwei Wochen später natürlich auch auf der BerlinCon. Das wird ein Event. Bis dann. Na? Macht's gut. Ciao. Ciao.